irgendwann mal sehen, Arthur und ich, oder bekommen also zu hören, dass das Haus oder die Wohnung also von Hans-Hugo Halneff aufgelöst wird, oder? Und da hat es also wieder mal so funktioniert, das ist auch das Schöne, oder? Arthur hat sich eher im Sinne Le Corbusiers, oder, dort beschäftigt, und ich habe natürlich also diese eher, sagen wir, eleganten, runden Formen also mitgenommen oder mitkaufen können, oder? Und das Schöne daran, oder, das ist jetzt auch eben diese Überlieferung, oder ein bisschen Corbusier von Hans-Hugo Hannibal Neff, liegt hier, da auch wieder Corbusier, und dann haben wir noch die eleganten deutschen Möbel, oder? Hans und Vassili Luckert von Zeffner, dieses einmalige Stück, Kristall, Bar, Servierboy, oder? Dann hat es also auch noch französische Mitgestalter gehabt, Anton Lorenz, sagt man, hätte so ein Möbel gestaltet. Das war, oder, eine Gelegenheit, so etwas, ein Ensemble zu haben, und dieses Ensemble findet sich jetzt also ziemlich komplett also hier. Das ist ein Foto vom Wohnzimmer von Hans-Hugo Hannibal Neff. Das war eine Wohnung an der Dolderstraße in Zürich. Ja, man muss natürlich sagen, das war ja unmittelbar bevor der Wohnbedarf gegründet wurde. Es gab eigentlich keine schweizerischen Stallräume da zu kaufen. Was man hätte haben können, das sehen wir dann nachher dort, sind die ersten Holzmöbel von Max Ernst Haefeli. Und Neff war natürlich ein, würde ich sagen, kultivierter, aber ein bisschen verwöhnter Junge. Er kam aus einer Eigenweberindustrie und hatte, bevor er wirklich etwas Gescheites gebaut hat, hat er genug Geld gehabt, eine wunderbare Bibliothek sich anzuschaffen, ein tolles Auto und die besten Möbel. Also er hat eigentlich aus den deutschen Katalogen, die es damals gab, Testa und Tone, hat er einfach einen Querschnitt rum durchgekauft. Also französisch-deutsche Dinge, eigentlich das Beste, was es einfach gab, muss man sagen. Darum sind eigentlich keine Schweizer vertreten. Was interessant ist, ist eigentlich, dass diese hinteren Teile da, oder? Das ist eigentlich das Repertoire gewesen, diese Luckart, Gebrüder Luckart in Berlin. Also diese Häuser am Ruppenhorn zum Beispiel haben so von diesen Kästen, wo ich hier einen auch noch zu Hause immer noch habe, und könnte die dann irgendwann mal auch zusammenführen. Aber da gab es ganze Wände davon, also die dann mit diesem schwarzen Mabrett natürlich wunderbar gewirkt haben. Und davor dann diese geräthaften Möbel, oder, die alle so diesen Schwung hatten. Mhm. Zeffner war ein Angestellter von Desta, der Schreibtisch ist von Hans Luckart selbst. Aber im Grunde genommen, jetzt nach den neuesten Forschungen, meint man, dass also auch diese Schränke und so von Luckart selbst stammen. Was vielleicht noch zu sagen ist, oder, das ist auch ein spezieller Tisch, oder, weil der ist auch zusammen mit dem, wo Arthur hat und irgendwann mal also wieder zusammenkommen wird, oder? Die waren beide, wenn sie ihn noch wollen. Wenn sie ihn noch wollen, oder? Die beiden waren in Stuttgart 1927 im Haus Mies van der Rohe, und unten kann man sehen, ist noch die Etikette, wo drauf steht, oder? Ausstellung, die Wohnung in Stuttgart, Haus Mies van der Rohe, Wohnung so und so viel und so viel. Also das sind also historische Stücke, ich weiß nicht, also wie viele solche vom Weißenhof noch in der Welt existieren, aber das ist wirklich eine Gelegenheit. Aber das ist auch immer eine Wiederverwendung gewesen, oder? Weil von Stuttgart kam es dann plötzlich also hier in diesen Wohnungen an der Wasserwerkstraße. Also man hat mit dem Mobiliar das immer auch transferiert oder zurücktransferiert. Mhm. Oder das ist eine, ich glaube, in den ersten Tonnetstühlen sieht man das auch, oder? Die Tonnetstühle im Gebogen, da gibt es also solche, die haben eine Verstärkung hier. Und das ist so die erste Fassung, oder, dieses elegante Verstärken hier, und da natürlich noch eleganter, also fast eine Statikmoment wird da aufgezeichnet, oder, wie ein Führerträger oder so, für die Sitzmöglichkeit, also im kleinen Hocker. Es gibt ja wie zwei Interpretationen. Das eine ist, möglichst einen möglichst leichten Stuhl zu machen und die Zargen was da auszunehmen. Und das andere ist eben die Tradition, die Ruggiero erwähnt, dass man natürlich diese Verbindung verstärken muss. Oder? Hoffmann hat das gemacht mit Kugel und so, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Und Hefele hatte dann, oder wenn man vielleicht jetzt zum nächsten Interview geht, diese Frage sehr stark ausgekostet. Also zum Beispiel bei diesem Stuhl hier kann eine Warze eine doppelte Zarge, eine untere Zarge, die die Beine hält, und eine obere Zarge, wo man die Sitzfläche diesmal abschrauben und so mit den Flechten geben kann. Oder? Also das war wirklich ein Thema, das uns sehr beschäftigt hat offenbar. Und was jetzt hier, das ist jetzt 28 und das ist 31, zu sagen ist, dass das eine Ersteinrichtung ist in Neubühl. Neubühl ist ja 1931 fertig geworden, die Werkumsiedlung, 200 Wohneinheiten in Wolfshofen. Und im April 31 sind diese Leute hier eingezogen. Und im Herbst 31 gab es dann die erste Ausstellung vom Wohnbedarf, der gegründet worden ist, um diese relativ kleine, bescheidene Wohnung für den Mittelstand des Neubühl herzurichten. Und der Bruno Streif, der diese Wohnung zusammen mit seiner Frau bewohnt hat, ein Bauhausabsolvent, war sehr stark befreundet, er hat eifrig gearbeitet damals, war auch sehr stark befreundet mit Hugenshofer. Er war damals natürlich viel jünger, auch als Hugenshofer. Und hat dieses Bild, das Sie da hinten sehen, ist der rechte Paul Kree, den er gekauft hat am Bauhaus und der 1928 eben schon ausgeliehen hat für diese Ausstellung in der Luthergröße. Und umgekehrt hat er dann wahrscheinlich von Hugenshofer diesen Tisch gekriegt, den Hugenshofer vielleicht wollte oder einen anderen Tisch hatten, sodass hier so ein Jahr diese Erdbeer zusammengehören. Und das hier ist ein Art Reins-Erdbeer gewesen, oder Hocker von Hefele, der Tisch von Hefele, der Esstisch von Hefele, die gleiche Genealogie eigentlich wie der Tisch, den wir vorher gesehen haben, von Egender, aber jetzt hier mit den Holzbeinen. Und diese ganz frühe Typenstuhl auch von Hefele 26, 27. Die Bettgestelle hier, die er eigentlich für den Weißenhof entwickelt hat, auch so fast Spitalmöbel, die er einfach mit dem Anstrich dran, sie waren eigentlich grau seiner Zeit, über den Anstrich dran ein bisschen eingebunden hat. Hefele hat dieser Teppich, das ist auch ein Fragment von dem Teppich, das man dort sieht. Er war bei der Tochter von Streifs zusammengerollt im Keller unten als Fußstütze unter einem Arbeitstisch. Wirklich ziemlich dreckig, würde ich mal sagen. Aber wie haben wir das denn hier rein? Das ist eigentlich ein wunderbares Zeugnis von so einem ägyptischen Helwan-Teppich, der eben damals im Wolfgang kam. Was interessant ist hier, auch, es gibt auch eine Art Zeitverschiebung. Also, Neubühl ist 31 bis 33 gewesen und 1930 gab es ja in Belgien am CIAN-Kongress bereits eine Musterküche von de Koning und einigen Kollegen, die so eine Art additive Kisten vorgestellt hat, oder was auch später die berühmte Laborküche geworden ist. Hat einfach so Kisten gemacht, die man aneinander reihen könnte und aufeinander beiden konnte, wie die Standard von Corbusier, wo man dann aber immer zwei Seiten und zwei Böden hat, und hat dann ein Programm gemacht, wie man diese Kisten ausrüsten kann. Und das ist eigentlich wirklich die Wurzel der modernen Küche. Dann gab es ja noch die Frankfurter Küche mit diesen Komponenten, die man zusammenstellen könnte, wieder mal etwas anderes. Und die Schweizer haben eigentlich wie so auf das mittelalterliche Prinzip nach wie vor gesetzt. Wie der Fall Hefele, ein Beispiel Küche, und es gibt eine Wasserstelle, es gibt eine Art Aufbewahrungsstelle, die ist ja nach außen verbunden, sodass man Gemüse im Winter vor allem aufbewahren kann oder so an der Kühle. Es gibt eine Feuerstelle, hier käme der Tisch, die Rüststelle, oder? Also eigentlich wie im Mittelalter, aber einfach modernisiert, mit dem Vorteil, dass man jedes Element eigentlich optimieren kann in der Höhe, in der Anmutung und so weiter. Aber ein veraltetes Konzept eigentlich. Das Schöne ist natürlich der Ochsentübel. Ochsentübel oder als System, oder mit diesen Müllkarren, wo man dann diese Lasche einhängen kann und das leeren kann, ist ja auch eine wichtige Schweizer Erfindung, aber kombiniert mit diesem wunderbaren Rolli, der übrigens nicht aus dem Neubühl stammt, sondern von einem Haus von Zollinger, aber so natürlich auch außerordentlich selten ist. Das habe ich nie mehr gesehen. Also diese Kombination ist museumswürdig. Und wenn Sie jetzt denken, wir hätten diese Seife gesucht im Brockenhaus,
kam also auch mit der Schenkung mit. Also sowie dieser Lappen und die Bürste. Also es ist wunderbar und zeigt auch den Detaillierungsgrad dieses Sammelns und Vermittelns auch. Also diese Objekte zeigen ja gleich an, wozu sie gemacht sind und was ihre Funktion ist. Und das ist wunderschön, dass das so zusammengekommen ist. Das ist natürlich auch das Resultat von ganz vielen Flohmarkt kennen, weil es gibt ganz viele Varianten, die immer ein bisschen anders angeschrieben sind und nicht so aufgehängt und so weiter, bis man das dann wirklich hat, dass er jahrelange Konzentration hat. Das sind jetzt ein paar so Goodies einfach noch, oder? Schweizer Produktion, hier einfach noch der dritte Tisch von Steiger, oder der eigentlich sehr einleuchtend gebaut ist. Man kann nämlich diese Beine einfach rausziehen und reinstecken und man kann sie auch umstecken. Also von der Seite her hinein so stecken, dass man eben auch einen Rollkorpus drunter stellen kann. Und das ist eigentlich sehr einleuchtend, darum habe ich ein bisschen gesagt, es ist eine Pfadi-Logik, weil wenn man das wirklich reinstecken will, bis das wirklich stimmt, oder? Das ist ja alles ein bisschen verzogen, das ist wirklich eine Riesenübung, muss man mindestens zu zweit oder zu dritt diesen Tisch bändigen und schauen, dass man nicht immer das Untergestell rausreißt mit diesen Schrauben, die ja nur in diese Platte hineingeschraubt sind. Also so sieht man eigentlich hier die Psychogramme, die Herangehensweise, oder? Diese drei Entwerfer. Vielleicht eben, du hast Steiger genannt, hier gibt es einen anderen Steiger, hat mit der Familie etwas zu tun, Karl Steiger, Flugpionier, wurde gesagt, möglicherweise auch Ingenieur bei der Escher und so. Es ist ein Stuhl, es könnte ein Alba Alto sein, aber es hat ganz eine andere Dynamik darin, oder? Ich darf es nicht berühren. Aber man kann also hin und her wackeln, oder? Es hat überall also mit Klavierbänder eingenietete Teile. Also es zeugt natürlich ein bisschen von Bootsbau, Flugzeugbau. Ich sage auch Bootsbau, weil das sind alles Kupfernägel, oder? Also beim Bootsbau tut man oft also mit Kupfernägeln also arbeiten. Lustig die Geschichte, ich komme einmal in Brockenhaus Zürich, oder? Und sehe das. Also ich meine, es war bekannt, dass einige Stücke in einem Haus Sandreuter, oder? Bin ich richtig, in Basel waren, wo Steiger es gebaut hat, total rot angestrichen, hier irgendwelche Fetzen dran gemacht, ein paar Reste oder von diesen Bändern. Am selben Tag ein super Funk, also ich weiß nicht, oder? Dieser Stuhl hier plus noch eine sogenannte Mucchi-Liege. Gabriele Mucchi, ein italienischer Designer, dann realistischer Maler und so. Ich habe mir erlaubt, die Mucchi-Liege aber natürlich irgendwo anders zu schenken. Die ist jetzt im Museum of Modern Art in New York. Oder? Weil mit Mucki, ich habe den gekannt als kleines Kind, oder wo wir da bei ihm daheim ein paar Mal also gespielt haben. Und das war so eine nachträgliche. Mucki war der Einzige, der von der DDR damals eine Wohnung geschenkt bekommen hat, also in der Karl-Marx-Allee, glaube ich, hieß es. Also dort hat er wirklich also seine Wohnung, hat dort gelebt, hatte eine Bauhausschülerin also geheiratet, Jamie Mucki. Wigmund, oder? Und ja, also an einem Tag findet man zwei solche Sachen im Brockenhaus Zürich. Also es muss mir einer erzählen, wie so etwas passieren kann, oder wie kommt es also zu dieser komischen, und woher kommen die, oder? Die Mucki-Liege, die gibt es nur einmal oder zweimal, eine ist, glaube ich, bei ihm. Sie wurde von dieser Firma Pino in Mailand gemacht, also nicht Columbus und so. Ich habe ihn dann irgendwann mal, weil ich ihn kannte, einen Brief geschrieben, ich hätte das gefunden, und er hat mir einen eineinhalbseitigen Brief zurückgeschrieben mit allen Details, warum meine Liege die originale Liege gewesen ist und nicht die jetzt von Zanotta unter dem Namen Jenny weiter produziert wird. Das sind so, ich sagte, ja, komische Geschichten, die sich nur in Zürich irgendwo ereignen können.